Und wir sind wieder. Oh Gott, draußen. Ja, da ist unser Rückweg, diese Tür. Gott, wer denkt sich sowas aus? Oh mein Gott. Ach, jetzt sind wir hier. Wir waren hier schon das letzte Mal, nämlich hier auf dieser Seite der Tür, haben hier den Schalter betätigt und dachten, es würde dann hier reingehen, aber wir sind in Wirklichkeit nach unten gefallen. Jetzt sind wir endlich hier drin. Oha. Und jetzt dürfen wir dieses Rätsel hier lösen, welche Schalter dafür verantwortlich sind, dass wir wieder zurückkommen? Nein. Wir wollen natürlich irgendwie was öffnen, etwas... etwas, das uns weiterbringt. Frage ist was? Die Tür zum Hangar. Für das UFO. Das wäre nicht schlecht. Es passiert nichts. Die Tür ist zu. Okay. Die Tür ist zu. Die Tür ist offen. Aber warum? So der Schalter und der Schalter. Ich frage mich, ob irgendeiner dieser Schalter was mit dem Geheimnis zu tun hat. Dem letzten, das wir noch finden müssen. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt hier kein Zeitspiel ist mit diesen... Oh, ich höre da schon wieder einen Typen. Diesen Schaltern. Auch das überspeichern wir nochmal. Also speichern wir nochmal unter einem extra Punkt. Und so langsam geht mir die Desert Eagle Munition mal wieder aus. Das ist echt fies. Wir haben... Na doch, wir haben ja noch die MP5. Und den Granatwerfer. Können wir natürlich auch mal einsetzen, obwohl ich bevorzugte Gegner mal wieder dafür habe. Zumindest welche, an denen ich den gerne ausprobieren würde. Ja, ach, bleiben wir dabei. Was soll's. Die wird uns hier einfach ziemlich... Also die wird uns hier mit die besten Dienste erweisen. Oh je, oh je, oh je. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl irgendwie, bevor wir da rein können, dachte ich, müssen wir noch diese Sache mit der Rakete lösen. Aber ich habe mich ja jetzt hier schon so oft geirrt. Es fliegt da einfach gespenstisch rum. Da hinten ist ein Schalter. Also wenn es hier jetzt nicht so vor Wachen wimmelt, dann seid ihr selbst schuld, liebe Leute. Wenn ihr hier einfach einen Zivilisten reinspazieren lasst. Und ich meine, ja, es waren eine ganze Menge Fallen und Gegner auf unserem Weg, aber reinspazieren war das hier trotzdem.
Und ja, ich habe das mit dem Zeitspiel wirklich wesentlich schwieriger in Erinnerung. Oh. Aber da kommen wir nicht lang. Das, die Leiter, die führt irgendwie ins Nichts. Aber zumindest sehe ich nicht, dass wir da, dass uns das was bringt. Aber ich glaube, dass, ja, dass da oben, das hat was mit dem letzten Geheimnis zu tun. Okay. Also offensichtlich geht es da noch weiter. Schwebt wirklich in der Luft. Oder es ist an irgendwelchen. Oh Gott, hier ist so ein Brennteil unten. Da ist eine Luke, die ist zu. Interessant. Ja. Oh, was ist das denn? Ach so, ja, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das war ein Glitch. Es ist auch immer noch ein Glitch. Naja. Schaut da einfach nicht so genau hin. Ich weiß, es fällt schwer, weil es ist ein UFO. Es ist zwar hier nur in Tomb Raider, aber selbst mit allem, was Lara schon gesehen hat, ist das ein sehr ungewöhnlicher und bedeutender Anblick. So, ja, wir sind jetzt hier in dem UFO-Hangar und hier ist ein Schalter und wir drücken einfach mal den Schalter, weil Lara es liebt, Schalter zu drücken. Ich wollte gerade sagen, das kann nicht sein. Dass jetzt hier schon die Luke aufgeht, das kann nicht sein. Nein, da oben ist was passiert. Und ich würde das jetzt einfach mal versuchen, ob das funktioniert. So, das war jetzt hier auf der Höhe von dieser Plattform, die noch hinter uns ist. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier rückwärts springen. Auch ein sehr erhabener Anblick hier. Okay. Da könnten wir rein theoretisch hin und da liegt die Karte, die wir haben wollen. Okay. Welcher Depp hat die mitten auf dem UFO platziert? Hallo? Ich frage mich aber immer noch, wo jetzt hier an welcher Stelle dieses Geheimnis war. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht besonders toll, aber ich gehe jetzt trotzdem nochmal zurück. Es kann nämlich sein, dass das durch einen Mechanismus ist, den wir erst hier unten dann noch auslösen müssen. Und außerdem glaube ich, wenn wir wirklich jetzt zu dem Geheimnis gehen, dann kann es sein, dass wir uns auf dem Rückweg ein bisschen spoilern, was jetzt hier noch ist, hier hinten. Und das möchte ich nicht. Okay. Das ist einfach nur schwarz. Oh. Ja, ich glaube, das war der Rückweg vom Geheimnis.
War das Dröhnen gerade echt oder habe ich einfach nur Tinnitus? Ich weiß es nicht. Haben wir dafür jetzt schon was? Nee. Oh. Ja, dann Kommando zurück. Dann müssen wir wahrscheinlich doch erst die Karte holen und uns um die Rakete kümmern und das alles erstmal machen. Ja, das wird hier noch sehr interessant. Wir können hier auch nicht weiterlaufen. Hier ist irgendwie eine massive Wand, auch wenn es nicht so aussieht, weil wir ja da sehen, dass da irgendeine Struktur ist. Wir lassen uns mal überraschen, was das ist. Gut, dann also doch zuerst die Leiter. Entschuldigung. Entschuldigung. Naja, so weit ist es ja jetzt auch nicht. Hoffen wir nur, dass unter den Außerirdischen nichts Fliegendes war, sodass wir jetzt hier in Ruhe gelassen werden, hier oben. Okay, also wir gucken uns einfach nur gut um. Und dann können wir vielleicht auch schon den Weg zum Geheimnis sehen. Auch wenn wir ihn vielleicht noch nicht gehen können. So, gefährliche Sprünge. Okay, nee, hier ist einfach nur dunkel. Da hinten in der Ecke, kann das sein? Hm. Man weiß es nicht so genau. Also wirklich. Wer hat sich das ausgedacht, die Karte dort zu platzieren? Das ist mega gefährlich. Ganz genau. Achso. Wie ist es, wenn wir jetzt zuerst hier lang gehen? Dann können wir auf der Schräge da nicht stehen. Aber da könnten wir einen Rückwärtshopser machen. Ich frage mich. Das hat sie sogar überlebt. Wahnsinn. Das ist natürlich auch nicht das, was wir wollten. Okay, nein, wir gehen diesen Weg. Damit ich nämlich sehen kann, was da hinten noch so in der Ecke ist. Ist hier was? Also man sieht eigentlich nicht wirklich irgendwas. Bedauerlich, bedauerlich. Ach da, da ist was. Da ist eine Tür. Frage ist nur, wann geht die auf? Es gefällt mir nicht, dass die zu ist. Wo das merkwürdig aussieht, das sieht so aus, als na doch, die Plattform ist weiter, diese Wand ist ein bisschen weiter nach hinten und das, also da ist quasi eine Öffnung. Okay, aber ich glaube auch, dass wir halt an der Stelle im Spiel da noch nicht rankommen sollten. Deswegen ja auch das mit dem Spoilern und so, deswegen ist es schon okay, dass die noch zu ist, aber wir merken uns, dass das die dort ist. Und kümmern uns jetzt erstmal um diese Karte.
Okay, na dann aufs UFO-Dach. Was ist denn das da hinten eigentlich? Das sieht ja merkwürdig aus. Wie so ein Unterwasserhebel. Und möchte uns irgendjemand zu nahe treten, weil wir das jetzt eingesammelt haben? Ich höre nichts. Naja, selbst wenn es ein Schalter wäre, wir kommen da ja nicht ran. Okay, dann gucken wir mal nach, ob wir das jetzt hier unten einsetzen können. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, hier muss halt wieder so eine CD rein. Ja, es steht nämlich auch da Abschusscode. Das heißt, wir wissen, was es tut. Wir müssen zurück zu unserer Rakete. Und das ist ein ziemlich weiter Weg. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Wie ich sowas hasse. Das ist genauso wie diese ganzen Rampen da in Atlantis mit diesen Kugeln. Man läuft nach oben und man weiß eigentlich genau, was kommt, aber man erschreckt sich trotzdem. Ach ja, dich gibt's ja auch noch. Ich habe ich schon wieder vergessen. Ja, Spiel. Und jetzt? Ach so, nee. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Wollt mir doch nicht sagen, dass ich das von hier aus schaffe. Na, natürlich schaffe ich es. Es wird auch einfach nicht besser. Okay, dann verschwind noch mal nach hinten. Dankeschön. Autsch. Das war unerwartet. Okay, merke, wir halten uns nicht fest, aber es sind drei Kästchen. Ich müsste es eigentlich schaffen. Ohne dass es zu einem Problem wird. Ach, oh nee, oder? Nein, kletter! Schneller, schneller, schneller! Oh Gott. Okay, hier ist ja nichts passiert. So fies ist dann das Spiel auch nicht. Und ja, wir haben ja jetzt schon die Beobachtung gemacht, dass viele Sachen gar nicht so schwer und fies und weiß ich nicht, wie sind, wie ich das in Erinnerung habe. Weil ich dachte halt auch, dass mit diesen fünf Schaltern, das ist irgendwie mega kompliziert und ein total fieses Zeitspiel oder sonst irgendwas. Aber das war ja eigentlich im Grunde genommen auch total human. Und auch dieses Zeitspiel mit den beiden Türen, das war ja jetzt auch nicht so schwer. So, das Problem ist, dass ab hier wieder Gegner kommen könnten. Nee.
Das mag ich nicht. Okay, 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 okay. Es tritt kein Dampf aus der Rakete im Moment. Das wird sich bald ändern. Ja, an dieser Stelle brauche ich noch nicht zu speichern. Erst jetzt. Jetzt wird es richtig interessant, richtig lustig. Das habe ich wohl nicht geschafft. Ich meine, wer denkt sich so eine Konstruktion aus? Okay, es ist eigentlich nicht so schwer. Muss ich einfach nur umdrehen und ein bisschen schräg laufen. Jetzt sehen wir, wie die Rakete startet. Aber ich meine, warum? Warum konstruiert man das so? Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Gott sei Dank. Die Rakete ist weg. Und an den ganzen Strukturen da oben hat sich jetzt wahrscheinlich einiges geändert.